Hallo und willkommen bei Corpus Motum. Ich bin Patrick Rudolph und heute besprechen wir das Thema Stehschreibtisch. Wir werden immer wieder gefragt, soll man einen Stehschreibtisch kaufen, wie und was, eben wie soll man das Büro einrichten? Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Die Vorteile des Stehschreibtisches sind zum Beispiel eine viel bessere Atembelüftung des ganzen Körpers. Wenn wir jetzt den ganzen Tag gebückt sitzen, drücken wir die ganzen Organe zusammen und können auch schlechter atmen. Die Schulter kommt automatisch nach vorne und wenn wir aber jetzt dann aufrecht dabei stehen, müssen wir schon erstens einmal wirklich den ganzen Brustkorb auch aufmachen und dadurch kommt eben viel mehr Belüftung, mehr Sauerstoff in den Körper. Das heißt, dass wir besser belüftet sind, das heißt, der ganze Hormonhaushalt wird besser kontrolliert, der ganze Kreislauf selbst ist mehr im Schwung und dadurch können wir auch besser arbeiten. Das andere ist, dass über die Jahre beim Sitzen die Hüftbeuge richtig verkürzt werden. Und wenn wir jetzt dann eben die ersten Male aufstehen, das wird am Anfang noch ein bisschen ungewohnt sein, kann es dann sein, dass das verkürzte Hüftbeuger dann auf die Wirbelsäule hinten drückt. Oder zieht eben in die eine Richtung. Jetzt wollen wir eben schauen, dass wir dann aktiv stehen, das heißt die Knie ganz leicht gebeugt haben und nicht überstreckt haben, wo es dann wieder eben zu Belastungen der passiven Strukturen kommt, sondern wir bleiben aktiv. Dadurch stehen wir gelenkschonend und tun auch gleichzeitig was eben, um das Gelenk auch eben schön versorgt zu haben. Das heißt, der Knorpel und die Menisken und die Bandscheiben werden durchs aktive Stehen viel besser eben durchblutet und versorgt. Ein weiterer Vorteil des Stehens ist, dass wir aus dieser runden Position hier von der Wirbelsäule rauskommen. Aber das müssen wir natürlich aktiv machen. Wir müssen schauen, dass wir die Schulterblätter auch nach hinten kriegen. Und dafür sollte man schon aktiv noch zusätzlich noch ein, zwei Übungen machen. Aber es ist auf jeden Fall schon besser als im Sitzen, wo wir hier sind. Wenn wir da schon mal stehen, dann sind wir schon von der Brustwirbelsäule aufrecht und dadurch kommt die Schulter weiter nach hinten. Was wiederum dem Schultersyndrom entgegenwirkt, einem Impingement-Syndrom entgegenwirkt und auch einer eher nach vorne verspannten Muskulatur im ganzen Nackenbereich. Das heißt, dass man, wenn wir da herum sind und mehr im Lot sind, weniger Verspannung im Nacken haben, uns natürlich auch mehr bewegen müssen. Und dadurch ist es auch gerade für den Nackenbereich dann auch besser. Es kann natürlich schon wieder passieren, dass wir nach vorne gehen, aber wenn wir schon stehen, schauen wir natürlich, dass wir auch aktiv ein bisschen was machen. Eine Übung zum Beispiel wäre wirklich nur, sich noch umzustrecken, groß zu machen. Und das geht schon wieder leichter, wenn wir stehen. Aufpassen eben, wenn wir ins Hohlkreuz gehen, dass wir dann da ein bisschen den Bauch anspannen, den Unterbauch gespannt halten, aber trotzdem nicht verkrampfen. Also ganz eine leichte Spannung, den Nabel nach hinten ziehen, Beckenboden anspannen, so wie bei Pilates das Bauerhaus heißt das, das Unternabel, diese Muskulatur, das ein bisschen spannen und dann trotzdem versuchen, oben da im Brustkorb auch locker zu sein, in der Nackenmuskulatur locker zu sein. Zusammenfassend, durchs Stehen haben wir eine bessere Atmung, eine bessere Beweglichkeit der Organe im Körper, einen ausgewogeneren Hormonhaushalt. Wir haben weniger Verspannung durch das im Lot stehen. Der Nacken wird entlastet. Die Knorpel und Gelenke werden gleichmäßiger belastet und dadurch auch besser versorgt. Da arbeiten wir im Endeffekt dann Gelenksproblemen entgegen. Jetzt haben wir die Vorteile des Stehschreibtisches besprochen. Ein großes Problem natürlich ist, jetzt haben wir vielleicht gerade eben das Büro neu eingerichtet, man hat einen Schreibtisch schon drinnen oder die Neuanschaffung ist zu teuer, weil so ein Stehschreibtisch oder ein verstellbarer Schreibtisch doch eben von den Kosten her nicht unbedingt das billigste ist. Gut ist es natürlich, wenn ich das immer wechseln kann, wenn ich sage, okay, jetzt kann ich einmal stehen, jetzt kann ich einmal sitzen. Es muss doch nicht sein, dass man den ganzen Tag eben steht, man wird auch müde, deswegen zwischendurch einmal sitzen und da braucht man eben eine Variante, die man eben ganz leicht und schnell verändern kann. Wenn es jetzt momentan noch nicht eben dieses elektronisch verstellbare Teil ist, dann gibt es Varianten eben von Anbietern, wie zum Beispiel hier der Mankinesk, der im Endeffekt aus Pappe ist und den gibt es in unterschiedlichen Größen, den kann man dann eben auch so einrichten, dass es für einen passt.
ist schnell aufgebaut, schnell am Tisch getan, auch schnell wieder weggetan von dem her. Kostengünstig und da kann man im Endeffekt dann auf der ersten Stufe die Tastatur hergeben und oben hat man dann zum Beispiel einen Bildschirm oder eben wenn man mit dem Laptop arbeitet, kann man den da auch den entweder schön runter tun, dass man hier arbeitet und dann eben über den Bildschirm dann so arbeitet, dass man trotzdem eben gerade da steht. Und das ist einfach immer wieder mal schauen, dass es im Nacken, vom Nacken her passt. Dieser Monkey Desk zum Beispiel wird von einem jungen Berliner Unternehmen, das sich sehr für Umweltschutz auch einsetzt, eben produziert. Schaut es im Internet nach. Die machen eben diese Pappmöbel. Man hat eh schon zwischendurch eben auch gehört, diese Betten zum Beispiel auch. Schaut es mal nach. Eben der Monkey Desk ist ein ganz tolles Geschichtel. Und sonst eben sind dann eben wirklich die größeren anzuschauen, wo man dann eben wirklich dann die Höhen verstellen kann. Das geht dann auch ganz gut. Elektronisch geht schneller als man glaubt. War sogar der Handgriff, dass man es eben nach oben schaltet, ist dann oft auch zu viel. Also da müssen wir wieder schauen, trotzdem gemeinsam, dass wir eben den inneren Schweinehund, den wieder mal ein bisschen beim Krawattel erwischen und dadurch eben uns selbst ein bisschen was Gutes tun. Eben Stehschreibtisch, auf jeden Fall eine ganz wichtige Alternative im Büroalltag. So, und jetzt schauen wir uns noch ein paar Übungen am Stehschreibtisch an. Ein Punkt, der für mich ganz angenehm ist, ist wirklich, wenn du den Laptop da oben hast, wenn du jetzt mit dem Laptop arbeitest, dass du wirklich die Schultern so ein bisschen locker runterlassen, hängen kannst und dann schreibst du einfach da eben schön heroben. Und da kannst du schön wirklich Schultern locker lassen und die ganze Nackenmuskulatur entspannen. Eine Übung, die ich ganz gerne mache oder ganz gerne auch zeige, die wenig Aufwand eben hat, ist das Runterdrücken und das Tischplatten zerdrücken. In dem Fall sehen wir auch ganz gut, wie stabil eben der Papp-Schreibtisch vom Monkey Desk eben ist. Gell? Und wir drücken dann einfach da runter und sehen, der haltet. Okay? Das ist eine Übung noch zusätzlich. Dann haben wir eine Übung, den Adler nennen wir das Ganze. Bei dem spannen wir schön die Schulterblätter nach hinten. Und das kannst du dann halt auch eben in der Position machen und zwischendurch einfach mal nach hinten strecken, dass ich richtig hinten zwischen den Schulterblättern die Muskulatur endlich einmal wieder aktiviert und wir uns endlich wieder schön aufrichten und richtig hinten schön die Spannung spüren. Es soll sich wirklich die Schulterblätter bewegen. Ein paar weitere Übungen haben wir unten in der Infobox eben verlinkt. Einfach reinschauen, da haben wir ein E-Book eben mit dem Monkey Desk eben geschrieben und da sind ganz gute Übungen auch drinnen. Die Abschlussfrage an euch, habt ihr schon Erfahrungen mit Stehschreibtischen? Wenn ihr diese Erfahrungen habt, bitte teilt sie mit uns, schreibt es unten in den Kommentaren was rein, ob das gut ist, schlecht ist, wie euch das Ganze taugt und dann besprechen wir das Ganze ein bisschen. Bis zum nächsten Mal.